Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen War Thunder Video und heute gibt es bei mir das erste Mal die Schiffe zu sehen. Die Beta wurde angekündigt, sehr kurzfristig habe ich davon erfahren. Plötzlich hieß es, heute geht's los und alle, die so ein Vorbestellerpaket gekauft haben, was auf mich zutrifft, hieß es, alle dürfen mitmachen. Und ja, so sieht das aus. Ich war hier, also eingekauft habe ich mich mit diesem amerikanischen Torpedoboot. Da soll es aber gar nicht drum gehen. Also es soll nicht um das Schiff gehen, sondern erstmal darum, was es hier überhaupt gibt und was es damit auf sich hat. Ich habe also das ein bisschen ausprobiert. Ich hatte ungefähr eine Stunde Zeit, vielleicht anderthalb, habe ein paar Gefechte gefahren und ja, zeige jetzt einfach so einen Zusammenschnitt, was da so passiert ist mit diesem Boot. Also man sieht erstmal, das hat so eine, ja, mehrere Bewaffnung, mehrere Türme. Da ist ein bisschen MG dabei. Also so mittig ungefähr sitzt ein MG-Schütze, der hat, weiß ich nicht, so ein Doppel-Browning irgendwas. Keine Ahnung, was es wirklich ist. Wir haben vorne drauf so zwei etwas größer kalibrige Waffen. Ich weiß gar nicht, ob das die gleichen sind. Wahrscheinlich schon. Ja, ich denke, das ist. Aber was es ist, weiß ich nicht. Es ist so 20 mm oder so. So ungefähr in der Größenordnung. Und hinten drauf haben wir so ein 37 mm Geschütz, für das ich im Augenblick panzerbrechende Munition geladen habe, weil ich das natürlich als Anti-Schiffswaffe einsetzen will. Und wie man hier sieht, sind auch Torpedos dabei. Die habe ich jetzt einfach mal so pauschal abgeworfen, irgendwie so in die Richtung da hinten. Und ich glaube, ich hätte mich vorher mal schlau machen müssen. So weit laufen die gar nicht. Ne? Ich fahre jetzt so ein bisschen parallel neben den her und man wird sehen, dass sie bald aufgeben, beziehungsweise dass ihnen einfach der Treibstoff ausgeht. Also ich glaube, die Reichweite, die ist nicht so groß, wie sie jetzt hätte sein müssen. Gerade eben sind sie verschwunden, die Torpedos. Ah, wie viel wird das gewesen sein? 500 Meter vielleicht? Ja, ungefähr, maximal 1000 oder so. Das ist die Reichweite der Torpedos. Das ist relativ schwierig in dem Fall. Also ich bin es gewohnt aus World of Warships, dass der Torpedo sozusagen ein Vorhaltewinkel angezeigt wird. Ups, einmal über den Boden gezogen hier. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es soll eine realistische Schlacht sein. Also wir haben ja vielleicht deswegen keinen Vorhaltewinkel. Das gilt sowohl für Schiffe und Torpedos als auch für Flugzeuge. Ob es es jemals geben wird, weiß ich nicht. Kann man jetzt noch nicht sagen. Erstmal gab es das jedenfalls nicht und es war relativ schwierig, bisher mit Torpedos irgendwas zu treffen. Was ich auch nicht herausgefunden habe, ist, wie man Torpedos einzeln verschießen kann, also wirklich gezielt einzelne Torpedos schießen. Eben gingen alle vier mit einmal los, die werden hier auch nachgeladen, so wirklich realistisch ist es nicht, ja, also stand nur realistische Schlacht dran. Ja, aber dann würden normalerweise die Torpedos nicht nachgeladen, also es ist mehr so ein Arcade-Ding. Ja, und manchmal habe ich auch nur ein Torpedo verschossen und dann beim nächsten Abwurf die anderen drei, also sehr, sehr merkwürdig jedenfalls. Ja, muss ich da nochmal reingucken, vielleicht finde ich das ja. Und dann, ja, fährt man hier so rum. Ja, jetzt sind auch wieder alle vier Torpedos los und natürlich genau aufs Ziel gehalten beim Abwurf. Ja, funktioniert nicht, ne? Er fährt natürlich weg. Und was eben auch sehr arkadisch ist, was man jetzt gerade gesehen hat, die Umschaltzeit sozusagen, also die Beschleunigung, meine ich, ja, und vorwärts, rückwärts fahren, ist, hat man es gerade wieder gesehen, ja, aus der Rückwärtsfahrt in den Vorwärtsgang und sofort auf 70 km/h, absolut unrealistisch. Das Verhalten an sich ist ganz okay, finde ich, so im Wasser. Es ist nur zu schnell, also zu viel PS sozusagen. Ja, also so viel könnte man realistisch niemals ins Wasser bringen. Also ich hoffe, dass es nicht so bleibt in Arcade. Also das ist auch für Arcade zu viel einfach. Und da muss ich wieder sagen, World of Warships hat es bisher wirklich super gemacht. Also da mit Ruderstellzeit, mit der Beschleunigung und so weiter, das ist alles richtig gut. Ja, und da fühlt sich das gut an. Und hier ist es eben ähnlich wie mit den Panzern eben so ein Geschlitter, wobei ja eben Schlittern auf dem Wasser vollkommen in Ordnung ist, gerade für so kleine Schiffe. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber die Beschleunigung ist zu hoch. Was man noch mitnehmen kann, ist, wenn man ein paar Punkte gesammelt hat, ein Flugzeug.
Jetzt als Amerikaner hat man halt hier die SPD-3, glaube ich, ist es dabei. Die ist bewaffnet mit drei Bomben. Und was ich eben probiert habe, ist so ein Skipping-Angriff, also dass man relativ flach reinkommt. Im Augenblick bin ich für einen Abwurf noch zu hoch. Ne? Man müsste so auf ja, 50 Meter runter, das ist eigentlich ganz gut. Und wenn man jetzt die Bombe abwirft, dann springt die so übers Wasser. Als würde man einen Stein flach übers Wasser werfen, kann man das auch mit den Bomben machen. Die wirft man ganz flach ab und dann springen die so ins Ziel. Das hatte ich versucht, bin aber hier ein bisschen zu tief gekommen und dann leider ins Schiff reingekracht. Naja, ein Kill war es, aber trotzdem bin ich gestorben. Was hier jetzt noch ganz interessant ist in dem Bild, die Auswahl, was man hier belegen kann, kann man nämlich Death Charges, also wer heißen die? Tauchbomben? Heißen die so? Wasserbomben einfach, ne? Also, ja, wie auch immer. Wasserbomben, Minen, Raketen. Okay, Raketen ist kein Problem, ne? Hat man Raketenwerfer drauf oder so, ähnlich wie bei den Panzern. Aber Tauchbomben macht irgendwie bei Schiffen überhaupt keinen Sinn. Könnte ein Indiz dafür sein, dass es vielleicht doch U-Boote geben wird. Ich habe dafür keinen. Also ich stecke ja da sowieso nicht so drin in der Entwicklung. Ich habe das nicht verfolgt, ob es das geben soll oder nicht. Aber Tauchbomben, also macht ohne U-Boote irgendwie keinen Sinn. Minen macht schon Sinn. Die werden unter Wasser gelegt und gilt natürlich auch für Schiffe. Also die müssen einfach nur leicht unter der Wasseroberfläche liegen. Normalerweise am Boden verankert, also wie das hier ja, nachher umgesetzt werden wird, keine Ahnung, vielleicht sind das einfach nur Teile, die ein bisschen unter der Wasseroberfläche schwimmen. Auf jeden Fall so, dass man sie eben nicht sieht und dann eben reinfährt und ja, dann möglicherweise untergeht. Ja, was man eben noch gesehen hat, wieder auf Land gefahren, also hier auf so ein Strandstück gefahren. Ich hatte dann um Hilfe gerufen, also das gibt es ja auch, dass man so ein Abschleppseil anbringen kann. Es kam niemand und im Laufe der Zeit war ich dann aber auch von alleine wieder runtergekommen vom Strand. Also es ging auch so ganz gut. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch noch das gleiche Gefecht. Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, es ist zusammengeschnitten. Es gab jetzt irgendwie zwei Maps zurzeit. Die eine ist hier so ein bisschen ja, afrikanisch, mittelmeermäßig angehaucht, so ein bisschen tropisch. Die andere Map hieß Skandinavien, war ein bisschen grüner drumherum. Aber nicht wirklich Schnee oder so. Wird es sicherlich geben. Also glaube ich schon, dass die hier auch so eine Arktis-Map machen, irgendwie, wo ein bisschen Eisberge vielleicht sind, so Nordatlantik. Das glaube ich schon, dass es das geben wird. Ja. Wobei dann die Boote wieder fehl am Platz sind. Und ich fahre wieder auf Grund. Oh Mann, man wird umgebracht. Also ich bin relativ viel gestorben. Aber ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Ein bisschen was abgeschossen habe ich auch. So, wieder die Auswahl mit dem Boot. Also wie gesagt, man hatte hier in den Gefechten vier Einstiege. Dreimal konnte man mit dem Boot einsteigen und einmal mit dem Flugzeug, wenn man halt entsprechend Punkte hat. Aber Punkte gab es hier immer genug. Also es war kein Problem. Nach einem Mal mit dem Boot konnte man halt schon ins Flugzeug einsteigen. Aber dann leider nicht nochmal. Also einmal probiert, dann war es halt. Dann war es halt vorbei mit dem Flugzeug. So, diese Röntgenansicht, die gibt es hier auch. Man kann sich also angucken, wo die einzelnen Module im Schiff liegen. Man sieht Bewaffnung irgendwo da unten, Motoren, Kühler, sowas gibt es ja auch alles. Besatzungen gibt es, also in dem Fall sind es 15 Mann. Wie sich die nachher aufteilen werden, ist noch nicht abzusehen. Also, das ist ja jetzt keine Mannschaft oder so, da gibt es auch keinen Hafen, wo man das Schiff jetzt sehen kann, sondern das ist einfach nur ein Event, den man auswählen kann und dann ist man plötzlich drin. Also, wobei, wenn man das Gefecht hier verlässt, dann ist so für die Auswertung, wo man dann nur OK drücken kann und dann ist man wieder bei den Panzern oder bei den Flugzeugen. Aber im Hintergrund ist schon der Hafen zu sehen. Also das wird schon im Laufe der nächsten Tage sicherlich kommen. Können wir es nochmal probieren mit dem Torpedo. Funktioniert natürlich wieder nicht, weil ich es genau auf den Gegner gezielt habe und nicht dorthin, wo er hinfahren wird. Ah, aber man sieht, dass er nur die linke Seite eben abgeworfen hat, ne? Und die rechte nicht. Und keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen links gezielt habe.
Ja, also man kann ja die Kamera so ein bisschen steuern, ohne das Ruder zu bewegen, also links und rechts gucken, so mit den Kanonen. Ja, vielleicht ist es so. Hier habe ich Torpedo abgeworfen, treffe ich meinen? Oh, ich glaube ja. Friendly Fire ist aber ausgeschaltet, also man beschädigt die nicht wirklich. Ich glaube, das ging in den einen Kollegen rein. Ja. Was ich zwischendurch noch gemacht hatte, ist die Tastenbelegung zu ändern für primäre Sekundärwaffen und für Flak. Ich hatte das auf Steuerung 1, 2, 3 gelegt, was aber Blödsinn ist. Also wer das vorhin beobachtet hat und gesehen hat, nicht nachmachen. Das macht also keinen Sinn. Denn das ist der Button zum Abschießen, also zum Auslöser sozusagen. Ich dachte, es wäre eine Auswahl, dass man halt sagen kann, ich möchte jetzt mit der Hauptbewaffnung schießen und dann ist es halt die linke Maustaste, die die Waffe feuert. Aber das ist es nicht, sondern das ist halt so eine direkte Auswahl, um mit einer bestimmten Waffe zu schießen. Und deswegen habe ich es mir halt auf linke Maustaste, rechte Maustaste und einen extra Mausbutton jetzt diese unterschiedlichen Waffen gelegt, die unterschiedlichen Kaliber, um genauer steuern zu können, wann man mit wem schießt. Ich denke, das ist wichtig, weil die Waffen entweder erhitzen, so ist es zumindest bei den Flugzeugen, ne? Die werden dann ungenauer, wenn sie so längere Bursts schießen. Und ich wollte eben nicht alle Waffen gleichzeitig schießen, also so wie die Standardeinstellung ist, sondern das eben getrennt haben, genauso wie ich es bei den Flugzeugen mache, dass ich halt klein- und großkalibrige Waffen trenne, und deswegen habe ich das jetzt hier auch so gemacht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, man kann dann eben auswählen, was man macht. Ja, ob man mit der großen hinten schießen kann. Da sind halt die Richtbereiche nicht ganz klar. Also wenn man so nach vorne wirken möchte, dann kann das eben die Kanone, die hinten drauf gebaut ist, nicht. Also die kann halt nach vorne nur nach oben schießen. Und nach hinten kann sie halt auf Wasserhöhe schießen. Und entsprechend muss man dann eben steuern und das Boot irgendwie belegen. Die beiden Geschütze vorne sind ganz okay, sind halt kleinkalibrig, machen ein bisschen Schaden, aber reißen halt keine Löcher in die Bordwand. Also ich glaube, das geht nur mit dem Geschütz hinten, und das bedeutet, dass man eben das Heck zum Gegner ausrichten muss. So wie ich das jetzt mache, dann dauert es einen Augenblick, bis die Waffen rum sind, die Türme, und dann kann man da drauf schießen. Habe ich jetzt wieder den Befreundeten getroffen? Ich glaube schon. Ich denke aber wirklich, dass er da keinen Schaden nimmt, also vielleicht ist es auch anders, weil er sich hier revanchiert und sagt, hier, guck mal, meine Torpedos. Aber ganz klar, man nimmt keinen Schaden. Aber auch mal gut zu sehen, was passiert, ne? Wenn man eine Rolle macht, war kurzzeitig zu sehen, dass man ertrinkt. Also man kann offenbar kentern und dann möglicherweise auch liegen bleiben, sozusagen, und dann kann man nur hoffen, dass man rechtzeitig wieder aufgerichtet wird von einem Kollegen oder so. Ähnlich wie es in World of Tanks ist, wenn man da auf die Seite fällt, muss man halt irgendwie geschubst werden. So, was man jetzt nicht gesehen hat, blöderweise habe ich es nicht aufgenommen, hier war mein erster regulärer Torpedotreffer. Also ein Schuss und versenkt. Und ich hatte es nicht aufgenommen, ärgerlich. Danach bin ich rückwärts hier an die Wand gefahren, habe mir dabei die Schrauben zerstört, musste also eine Weile repariert werden. Mein Heck ist jetzt gelb, so, naja. Aber es ging ganz gut. Was ich hier gemacht habe, es ist ein bisschen langsamer anzugehen. Ja, also man kann volle Karacho immer vorwärts fahren. Man sieht es, wie ich es jetzt mache, weil ich halt die Seiten wechseln will, Richtung Punkt A. Aber vorher eben nicht immer volle Kanne und 70 km/h gefahren, sondern ja, einfach so gemächlich. Ja? Ganz vorsichtig, ein bisschen langsam. Und das ging eigentlich ganz gut, und das werde ich auch im nächsten nochmal probieren. Und der Abwurf hier ging auch sonst wohin. Ja? Und wieder alle vier. Er hat es richtig gemacht. Also irgendwie, glaube ich, dass es gemacht hat. Er hat nur ein Torpedo geworfen. Oder sind die anderen neben mir? Habe ich nicht drauf geachtet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Treffer. Und es ging sehr viel kaputt. Hatte mich in Brand gesteckt. Ich habe es nicht gesehen, nicht genau gesehen. Aber ja, man sieht es unten links. Ne? Schiff ist richtig kaputt. Es leben noch 2 Mann von den 15. Und deswegen geht halt nichts. Ich kann nicht schießen. Ich kann halt noch ein bisschen fahren. Ja, wahrscheinlich wechseln die hier genauso durch wie im Panzer.
Also das halt irgendwie Fahrer und Richtschütze, das ist ja ein Panzer, die müssen immer besetzt sein. Hat man dafür nicht mehr, also ne, werden die dann getötet, dann ist halt vorbei. Und hier ist es offenbar genauso. Ja? Also ein Schiff wird entweder rausgenommen, indem es zerbricht oder sinkt, oder indem man die Besatzung ausschaltet, was hier in dem Fall, glaube ich, passiert ist. Naja, gut, ich gehe wieder ins Flugzeug, kann auch mal versuchen, einen ordentlichen Angriff zu machen. Skip-Bombing hat also nicht ganz so gut funktioniert, also versuche ich nochmal einen Sturzflugangriff. Gerade mein Ziel zerstört worden. Echt blöd. Und ich glaube, das ist gut. Ich hätte noch einen Ticken später abwerfen können, aber es war in Ordnung. Die große Bombe, die hat getroffen. Die ersten beiden waren zu früh abgeworfen. Und damit war das ein recht erfolgreicher Angriff. Das ist gut. Die SPD-3, die hat nämlich so Bremsklappen und die sind für einen Sturzflugangriff gedacht. Und ich glaube, die haben sogar so ein Bombenvisier für den Sturzflugangriff. Ich schalte es aber nicht ein, weil wenn man die Visiere durchschaltet, schaltet man zuerst immer in die Bordschützenansicht nach hinten. Und das führt dazu, dass das Flugzeug sich wieder horizontal ausrichtet. Ja, weil dann der Autopilot übernimmt und dann will er gerade fliegen. Und damit ist dann dieser Sturzflug abgebrochen, sozusagen. Also war keine gute Idee. Jetzt hat eine Yu aufgepasst und die ist hier hinter mir. Die hat eigentlich auch andere Aufgaben, als mich hier abzuschießen, aber sie macht es halt ziemlich gut. Und es geht wieder runter. So, die nächste Idee, die ich hatte, was ich noch ausprobieren wollte, ich hatte ja im 37 mm Geschütz bisher die panzerbrechende Munition und ich wollte jetzt mal die HE-Munition laden und gucken, ob man das auch als Flak verwenden kann. Rein technisch gesehen ist es hier und auch in den anderen Fahrzeugen, also in den Panzerflaks sozusagen, in den Flakfahrzeugen bei den Ground Forces. Technisch gesehen ist es genau die Munition, die in so einer Flak drin ist, die also nach einer bestimmten Zeit in der Luft explodiert. Die haben, ja, das ist so ein Leuchtspurzünder ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Ja, also die schießt, fliegt und die Leuchtspur verbrennt sozusagen nach innen, ja, und wird aufgebraucht. Und wenn es vorbei ist, dann ist sozusagen das, was brennt am Zünder, sozusagen, was dann die Patrone explodieren lässt. Oder ja, das Geschoss, meine ich. Geschoss. Und das hat halt eine gewisse Zeit. Ja, keine Ahnung, 2 Sekunden vielleicht. Kommt es hin, wenn die mit 1000 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit, da hat man so 2 Kilometer Reichweite, das kommt ungefähr hin. Genau diese Munition ist auch hier verbaut, aber ich glaube, sie explodieren nicht. Das wäre schön, wenn es irgendwann noch kommen würde. Ja? Dann könnte man nämlich oben wirklich so diese kleinen Wölkchen sehen. Dann würde man auch genau sehen, wo man hinschießt, ja, und ob man überhaupt treffen kann. Ja? Im Augenblick sieht man halt zwar so ein bisschen die Tracer, die Rauchspur und so, aber es lässt sich immer schwer abschätzen. Und ich fände es sehr interessant, ja, wenn man also die Entfernung schätzen müsste und wissen müsste, in welche Höhe man zielen muss, um eben den Gegner zu bekommen. Aber vielleicht ist es auch viel zu chaotisch. Ja, das kann natürlich sein, weil das eignet sich eigentlich nur, wenn der Gegner in einer bestimmten Höhe reinkommt und dann müsste man die Höhe schätzen und dem ja, über einen Satz des Pythagoras ausrechnen, in welchem Winkel man nach oben schießen muss, damit die Granaten genau in der Höhe und in der Entfernung dann natürlich, da wo die Gegner gerade sind, explodieren. Ja, wahrscheinlich ist es zu kompliziert, das werden sie wohl doch nicht machen. Naja, aber es funktioniert. Also man hat gesehen, dass ich hier einen ganz gut mit dem Geschütz abschießen konnte. Oder so ein Vorhaltepunkt. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall üben werde. Nicht nur hierfür, für die Schiffe. Das ist auch in den Panzern sehr, sehr nützlich, wenn man in den realistischen Schlachten dann die Flugzeuge wirklich gezielt runterholen kann. Ja, naja, was machen wir hier? Plötzlich kommt noch ein Gegner ran. Ich war im Rückwärtsgang, er hat noch vorne irgendwie das Boot hier in Brand geschossen und schon jede Menge Leute tja, verletzt, ausgeschaltet. Jetzt sind nur noch 7 und das sind irgendwie nicht genug, um die Waffen vorne zu bemannen. Ja, also es geht so ein bisschen. Ne? Ich schieße ein paar Mal drauf. Wieder 4 Torpedos. Ärgerlich. Ich würde wirklich gerne nur einschießen, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man sieht,
wohin die Torpedos gehen, ja, dass sie also keine Konvergenz haben. Ja, also die treffen sich nicht vorne irgendwo, sondern die schwimmen genau geradeaus. Und man muss, also es macht keinen Sinn, die gleichzeitig abzuschießen. Ja. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, das wirklich gezielt links oder rechts auszulösen. Naja, ich werde es schon noch rauskriegen. Und dann einmal dran vorbei, ne, und eben so ab diesem Winkel, so ungefähr, was war es jetzt, 45 Grad nach vorne. Da kann er das hintere Geschütz wirken. Eben, wie gesagt, jetzt mit HE. Deswegen keine Durchschläge, aber es hat ausgereicht, um ihn dann doch noch zu versenken. Tja, Motor kaputt. Trotzdem noch 40 km/h. Ah, Arcade-lastig. Gucken, ob wir es da drüben am Main kriegen. Leider nicht. Also, ja, Treffer zwar, aber keine ernsthaften Schäden gemacht. Okay. Hab wieder einen Schnitt gesetzt. Viel ist wohl in der Zeit da nicht passiert. Ich bin sehr langsam unterwegs gewesen und hier wieder. Ja. Er hat's raus. Irgendwie. Also, er hatte eben auch zwei Torpedos. Also, einen hat er in die andere Richtung geworfen und dann zwei direkt auf mich. Tja, naja. Kann man nichts machen. Da hilft nur üben. Ne? Und wissen, was die Gegner können. Ne? Aber jetzt ist es relativ einfach. Es gibt halt die paar Gegner mit Torpedos und so weiter. Naja. Das Gefecht war relativ ausgeglichen. Ne? Vielleicht könnte ich es nochmal wenden, ne? Wenn ich es schaffe, den Typen hier umzubringen. Volle Besatzung, kritische Treffer, schieß aus vollen, aus allen Rohren und dann laufe ich wieder in seine Torpedos rein. Ärgerlich, aber naja, gut. Übung macht den Meister. Ich denke, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch gefällt's und ich kann euch hier ein bisschen mit unterhalten in Zukunft. Und wir sehen uns. Hallo, ich bin's nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt einen netten Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten findet ihr hier rechts noch Vorschläge, was euch vielleicht sonst noch interessieren könnte. Und vielleicht ist ja was dabei. Und wer noch nicht hat, der kann über das Logo meinen Kanal abonnieren und wird dann immer informiert, wenn es was Neues gibt.